aufpassen, Mädels. Wenn euer Mo mal wieder mit so einem Herzerl heimkommt, dann ist gewiss was im Busch. Das ist genau wie mit einem Strauß Rosen. Den kriegt man ja auch nicht einfach so. Tobi, sag einmal, mit was für Geschichten kommen die Leute, besonders die Männer, wenn sie sich entschuldigen wollen? Also entschuldigen wollen sie sich nicht. Die wollen sich halt meistens dafür entschuldigen, wenn sie vielleicht eine Stunde zu spät heimkommen. Aber wir haben viele Männer da, die auch einen Heiratsantrag bei uns machen. Gibt es sowas wie Scheidung auch? Also Scheidung hat man bis jetzt zum Glück noch nicht, eher dann die Heiratsanträge. Ja, wir schauen dann eigentlich so ein Heiratsantragsherz aus. Wir hatten am Samstag jetzt erst eins, da ist der Mann hergekommen, hat ein Hochzeitsherz praktisch, willst du mich heiraten? Und dann ist er ans Riesenrad mit der Frau gegangen und hat oben den Heiratsantrag gemacht. Sechs Männer, so kann's auch gehen. Heiratsantrag statt Entschuldigung. Dann mach ich mir jetzt erst einmal mein eigenes Herz. Für ein Entschuldigungsherz auf jeden Fall nicht schlecht. Gell? Aber auch die Männer sollten aufpassen, wenn eine Frau mit sowas heimkommt, dann ist gewiss auch was im Busch. Und dafür gibt's unser Gütesiegel.